Heute gedenken wir der Katastrophe von Fukushima. Vor 10 Jahren hat dort ein gewaltiges Erdbeben und ein Tsunami einen Schaden angerichtet, den man sich nicht vorstellen kann. Unter anderem dann in Fukushima die Kernkatastrophe ausgelöst. Insgesamt hat diese Katastrophe damals 15.000 Menschen das Leben gekostet. Solches und anderes, was in unserer Welt geschehen ist, das wird immer wieder erinnert. Wir denken in jedem Jahr an die Kriegstoten, an die Opfer des Holocaust und der Gewaltherrschaft in unserem Land. Andere denken an die Geschichte ihres Landes. Und wir denken in diesem Jahr auch ganz besonders weltweit an die Opfer der Corona-Pandemie. Es gibt Dinge im Leben, die können wir nicht einfach beiseite schieben und die können wir nicht einfach vergessen. Es gibt die Pflicht, die moralische Pflicht, dass wir uns auch an die schrecklichen Dinge unserer Zeit erinnern und dass uns diese Erinnerung mahnt, wie zerbrechlich und vergänglich wir Menschen sind. Und dass wir darauf achten und aufeinander zu achten haben, wie Leben gelingen kann und wie der Mitmensch in der ihm geschenkten Zeit ein möglichst glückliches Leben führen kann. Heute in der Messe vorhin haben wir auch für die Toten, aber auch für die Hinterbliebenen, die noch heute unter dieser Katastrophe von vor 10 Jahren leiden, gebetet. Vergessen und erinnern. Für die einen ist das etwas Selbstverständliches. Für andere ist es immer etwas sehr Schmerzhaftes, weil es sich selber betrifft. Und für wieder andere ist es gar nicht wichtig oder, auch das gibt es in unserer Zeit, ist es sogar hinderlich. Vor einem Jahr hat das Bundesverfassungsgericht ein sehr großes juristisches Verfahren zu Ende gebracht, das mit dem Titel Recht auf Vergessen überschrieben worden ist. Es ging um einen Mann, einen Straftäter, der zu einer Strafe verurteilt worden ist aufgrund seiner Straftaten, die er abgesessen hat und der ein neues Leben beginnen wollte, der mit dem, was war, abgeschlossen hatte, neue Perspektiven in den Blick nehmen wollte und sich dann plötzlich nach einer Recherche im Internet auf der Seite eines Presseportals mit seiner gesamten Geschichte, seinem Namen, dem, was er verbrochen hat, den Folgen wiedergefunden hat, in aller Breite ausgefaltet. Er hat dann darauf geklagt, dass das besagte Presseportal das herauszunehmen habe aus der Berichterstattung und schließlich ist er sogar bis vors Bundesverfassungsgericht gezogen. Er sah sich in seinen Grundrechten auf ein freies Leben, auf eine freie Lebensgestaltung, auf seine Handlungsfreiheit hin, aber auch im Hinblick auf seine Person, auf seine Würde verletzt. Und er hat Recht bekommen. Das Gericht betonte, dass es ein Recht auf Vergessen gibt. Entgegen auch vielleicht einer gewissen Strömung, derer wir uns ausgesetzt sehen und die uns ja auch immer mitnimmt, wenn es um eine gewisse Erinnerungskultur geht. Es gibt also ein positives Erinnern, aber es gibt auch ein negatives, immer wieder nach oben kehren, immer wieder in der Vergangenheit wühlen, alte Wunden aufzureißen und so Menschen auch nachhaltig das Leben zu verbauen. Wenn man Lebensgeschichten von Menschen verfolgt und intensiver damit zu tun hat, vielleicht auch gerade in der Seelsorge,
dann erlebt man das manchmal sehr, sehr brutal und deutlich, wenn Menschen erzählen, wie man einander gängelt, wie zum Teil die alten Zöpfe dann doch noch nicht abgeschnitten sind und dass beigelegt geglaubte Konflikte doch noch nicht so wirklich beigelegt sind, das Alte doch immer wieder hochkommt und einen beschäftigt. Es gibt ein Recht darauf, so das Bundesverfassungsgericht, dass Menschen vielleicht auch nach gescheiterten Lebensabschnitten neu anfangen dürfen, ohne ständig auf das verwiesen zu werden, woran sie einmal gescheitert sind oder wo sie auch sehr schwere Schuld auf sich geladen haben. Und ich glaube, wenn wir heute Erinnerung halten an eine Katastrophe, die viele Menschen verwundet hat, die viele Menschen heute noch beschäftigt, dann lohnt es sich, darüber nachzudenken, wie das eigentlich mit uns ist als Christen. Vor Gott, das wissen wir, stehen wir so, wie wir sind. Und uns ist als Kinder immer beigebracht worden, der liebe Gott sieht ja auch alles. Er hat ein Auge auf uns. Auch das können wir positiv verstehen als den, der immer auf uns schaut, uns beschützt. Wir niemals so ganz in der Luft hängen, aber wir können es auch als Druck empfinden. Als den, der uns immer irgendwie im Auge hat, der immer irgendwo beaufsichtigt oder der auch dorthin guckt, wo wir gar nicht wollen, dass einer hinschaut. Vergessen und erinnern. Es gibt das Wort in der Heiligen Schrift, wo Gott sagt, wie könnte ich dich vergessen? Wie könnte es mir geschehen, dass ich eines meiner Kinder vergesse? Wie eine Mutter, die sich um ihre Kinder sorgt. Und beim Buch des Propheten Jesaja lesen wir diesen Satz. Ich vergesse dich nicht, sagt Gott. Du bist immer bei mir und du bist immer in meiner Gegenwart, in meiner Sorge, in der Sorge darum, dass du den Weg nach Hause findest, den Weg zum Ziel findest, den Weg auch des Glücks, eines gelungenen Lebens, eines glücklichen Lebens finden kannst. Das ist eine Spannung. Und auch dort, an dem Punkt, spüren wir, wird es Menschen geben, die mit dieser Zusage Gottes gut leben, und genauso wird es Menschen geben, die immer wieder vielleicht auch spüren, dass ihnen das zu stark ist, dass Gott ihnen vielleicht doch als der entgegenkommt oder gegenübertritt, der doch immer wieder da ist, wo man sich vielleicht selbst nicht so gerne gesehen haben wollte, dass er als der gegenübertritt, der immer aufpasst. Freiheit, Freiheit auch im Hinblick darauf, dass wir neue Schritte tun können. Die ist Gott aber auch wichtig. Und so stehen wir in dieser Zeit immer in der Herausforderung, uns zu erinnern, Gott noch einmal neu mit hineinzunehmen, auch in die schmerzlichen Punkte des Lebens und genauso zu fühlen, dass wir frei sind. Dass Gott das, was wir ihm schenken, was wir ihm anvertrauen, annimmt und wir es hinter uns lassen können. Exemplarisch dafür ist die Vergebung, die Zusage von Vergebung, die Zusage davon, dass es vergessen ist im Beichtsakrament. Nehmen wir an solchen Tagen wie heute auch diesen Gedanken ernst und lassen wir uns neu hinführen zu ihm, unserem Herrn, der ein guter Herr ist, wie es der heilige Ambrosius sagt, und der uns immer neu einlädt in seinen Dienst.